Recht herzlich willkommen zur 50. Folge von Grand Age Medieval. Ja, wir sind auf der Reise, um Waren zu tauschen und Geld zu machen. So, 110 gekauft, da können wir Fälle loswerden. Die gibt es hier für 200. Hier unten 250, da geht vielleicht was, ja. Ein bisschen was verkaufen. 444 gekauft. Okay, das war nur einer, aber weg ist er. Die Bolle für 60 gekauft, für 100 verkaufen. 50 davon weg und die Kohle kostet hier das gleiche. Aber hier oben haben wir noch Holz. Holz können wir loswerden, gut. Ja, dann können wir noch ein bisschen zukaufen. Ich glaube, das geht nicht. Genau, das ist nämlich der gleiche Preis, aber hier unten würde vielleicht... Nee, auch noch nicht mal. Ja, die haben ja Brot im Angebot, aber der Preis geht dann gleich hoch. Und Bier haben sie auch und der Preis geht auch gleich hoch. Wie sieht's mit dem Salz aus? Identisch. Ja, dann sind wir in Czernowitz. Exquisit. Fertig. Gehen wir hoch nach Wisna. Gucken, dass wir da noch was verkaufen können. So, das ist hier alle nix. 250 können wir nicht kaufen. Gucken, dass wir da noch was verkaufen können. So, das ist hier alle nix. 250 können wir nicht kaufen, zu teuer. Na. Stoff könnte vielleicht gehen. Ja, kriegen wir dazu. 3 aber auch nur. Hier haben wir noch jetzt Wolle. Die können wir noch loswerden. 18 Einheiten. Kriegen wir das? Ne. Und Kohle könnte man hier verkaufen, aber auch nicht wirklich. 40 für Ziegel ist teuer. Die produzieren hier Wolle, aber haben keine, die armen Kerle. Naja. Das war es auch schon wieder hier. Jetzt sind wir 92 da, wo wir oben jetzt stehen. Weiter geht's. Könnt ihr auch Warschau mal gucken, was da los ist, ne? So, Bier ist Angebot. Aber auch nicht viel, aber 3 Einheiten sind es dann doch. Hier ist nichts los. Hier könnte man noch 2-3 Einheiten kaufen. Und Tuch könnten wir loswerden. 2 Einheiten. Da geht ein bisschen Honig. 8 Einheiten. Nee, Keramik, nicht Honig. Honig ist was anderes. Stoff können wir eine Einheit verkaufen. Gut, machen wir das. Da geht nichts. Ne, der Preis ist schon hoch. Kohle geht, können wir kaufen. Kohle kaufen wir. Quatsch. 48 ist niedrig. Können wir noch 12 verkaufen. Den Wein, weiß nicht, der ist vielleicht auch teuer mit 200. Sind wir hier auch fertig? Ja, mitnehmen ist nichts angesagt, ne? Sehr wohl. Ja, bei Budapest vorbei. Könnten wir mal eine Straße bauen von... Wilna nach Warschau. Transitabkommen benötigt. Okay, dann geht das gar nicht. Habe ich bestimmt schon mal probiert, aber schon länger her. Okay. Ja, 140 und Fälle gibt es auch günstig. Haben wir denn was zu verkaufen? Nö. Ein bisschen Tuch könnten wir verkaufen.
Keramik haben wir gekauft schon. Guck mal, das kostet sogar nur 59 hier die Wolle. Ja, einkaufen geht nicht. Da geht der Preis gleich hoch. Jetzt haben wir eingekauft, aber ist ja auch egal. ...140 das Bier. Können wir kaufen, 39. Und dann ist der Wagen voll. Okay. Gehen wir mal Kreiova. Mal gucken, was da los ist. Na, Kreiova gab es Angriffe, das ist hier. Ja. Gucken wir mal gerade, ob wir hier das Bier loswerden. Dem ist so. Ruft sich Einheiten weg. Die Einheit werden wir ja auch los wieder. Könnten wir kaufen. Ja. Dies werden wir hier los. Wolle geht auch was. 12 und das ist eher zum Mitnehmen, ne? Da ist der Wagen schon wieder voll. So, dann runter. Oh, angegriffen. Oh, 104 Einheiten sind vom Wagen verloren gegangen. Hier aber bringt nichts. Hier ist wieder 100. Okay, 50 Einheiten verkauft. Unser Preis hier. Bier geht. Einheiten Bier weg. Gut, einkaufen. Fälle gehen. Fisch geht auch was. Ja. 60. Was haben sie noch? Tuch hätten sie. Können wir was beikaufen? Ja. Passt. Und das ja 53. Das geht dann hoch. Ja. 200 ist wahrscheinlich hoch der Preis. Gut. Haben wir was beigekauft? Schon weiter geht's unterwegs. Nach Sofia. Wir müssen mehr Geld haben, aber es ist schwierig, das mit dem Handel hier jetzt, ne? 234. Komplett weg. Fälle. 200. 22 weg. Der Fisch, der geht auch, aber nicht so ganz so gut. Na komm, dann verkaufen wir die eine Einheit halt. Hier ist 10, das bringt nichts. Aber hier geht was. 9 Einheiten. Hier geht auch was. Alles, gut. Da brauchen wir uns nicht anstrengen. So, wir nehmen hier mit. Den Wagen voll. Und dann nach Ala. Irgendwo war ein Angriff, aber ich weiß nicht wo. 130, ja, das ist nicht lohnenswert. 60, 67, der Fisch ist auch nicht lohnenswert. Honig können wir hier wahrscheinlich aufkaufen. Geht aber nicht, weil der Wagen noch voll ist. 400. 30 Werkzeuge weg.
Stoffe wechselt sofort auf was. Können wir vergessen, aber hier haben wir was. Okay, 134, 28 Einheiten weg. Das ist identisch. Holz wäre günstig. Hier könnte man... Warte mal, wir wollten was anderes kaufen. Lass uns das jetzt angucken. Hier, Honig. Weil der Preis geht sofort hoch. Das bringt dann auch nichts. Nee, lass sein. Also, Kohle kaufen. Wagen voll. Dann runter nach Mistreus. Oder wir können auch erst Athen anreisen. Wir haben jetzt schon 130, ne? Da haben wir floriert gerade. Hier haben wir Fleisch, guck mal. Können wir aber nicht kaufen wegen Wagen voll. Das lohnt nicht. Das lohnt nicht. Ja, lohnt. Und macht auch Geld. 180 ist identisch. 134. 92. Das geht. Hier können wir zukaufen. Einheiten, haben wir noch 96 frei. Da geht schon gleich alles hoch. Ist also durchgefallen. Hier geht was. Ja, da gehen die kompletten Fälle. Sehr wohl. So, einmal runter. Schauen, wie es da aussieht. Gut. Ist der gleiche Preis? Ist der gleiche Preis. Auch. Hier geht was. 12 Einheiten weg. Hier geht auch was. 26 Einheiten fort. Ja, Stoffe gehen aber nur 3 Stück. Ja, die produzieren hier Honig für 80. Kriegen wir 2. Und hier Salz. Kriegen wir auch 2 Einheiten. Und wir sind auch 2 Einheiten gekauft. Ja, haben wir schon probiert, glaube ich, ne? Ist gleich teuer. Aber jetzt haben wir so eins verkauft. Naja, egal. Kaufen wir den zurück. Das ist... Haben wir das eben übersehen oder was? Da gehen 3 Einheiten weg. Das lohnt nicht, okay. Ja, dann war es das erst hier. Mit Freude. Oder ne, lass uns mal über Athen gehen. Obwohl, das bringt glaube ich nichts. Doch, vielleicht können wir ein oder andere noch verkaufen, was wir haben. Nee. Die 2 Einheiten auf jeden Fall. Fisch geht glaube ich sofort runter, aber nicht ganz. 2 Einheiten weg. Machen oder nicht machen, ne? Hier geht wieder was. 18 Einheiten weg und hier eine Einheit weg. Tuch könnten wir kaufen. 8 Einheiten. Wolle, 60, günstig eingekauft dann. Ist voll der Wagen, aber nehmen wir mit. So, einmal nach Thessaloniki. Gut. Schauen wir hier rein. Es lohnt nicht.
Gleicher Preis, gleicher Preis. Lohnt nicht. Hier geht was. Alles weg. Und hier geht da was, ja. Würde etwas gehen, mache ich aber nicht. Okay, was kaufen wir? Fisch können wir kaufen. Voll der Wagen. Gut, dann ziehen wir mal hier rüber. Schon unterwegs. Ja, wir müssen diese Angriffe eigentlich mal unterbinden, ne? Handel funktioniert gerade. Macht gerade Plus. So, 110. 200, weg damit. Fisch geht hier. 45. Hier geht Dingens, aber nicht lohnenswert. Bleibt so. Geht auch nicht. Also geht schon, aber lohnt nicht. Lohnt nicht. Kann man hier was billig zukaufen? Nein. Hier. Nee, nicht wirklich. Ja, Ziegel 37, ne? Wäre ein guter Preis, aber kein Deal in dem Sinne. Hier ist der Deal. 110. Nehmen wir mit. Sehr wohl. Dann gehen wir dahin noch gerade. Ne, lassen wir. Fisch können wir hier loswerden. Alles weg, super. Tuch geht auch. Aber nicht alles. Aber einiges. Das geht alles. So, da und da. Ja, dann kaufen wir hier ein bisschen bei vielleicht. Sieht gut aus. 2,28 geht. 37 wäre günstig. 250 auch, ne? Werkzeuge holen wir. Der Honig mit 80. Nehmen wir auch noch mit. Es ist noch 16 Einheiten am Wagen frei. 37 und 37. Geht ihr was? Nein. Nee. Doch, eine Einheit geht, ne? Kaufen wir die doch. Zack, nehmen wir die 15 Einheiten da noch mit. Schon einmal unterwegs. Nach Konstanza. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.